Oh mein Gott, Leute, die Eiskönigin ist da und die Sense ist wieder zurück. What the fuck, ey? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Und ja, gestern war ja das große Live-Event in Fortnite, wo ja auch der Eiskönig eine nicht gerade geringe Rolle gespielt hat. Und passend dazu gibt's heute dann die Eiskönigin im Shop. Werde ich euch gleich zeigen. Zu Beginn aber nochmal ganz kurz eine kleine Info. Und zwar sind heute wieder die nächsten 14 Tage vom Creator-Programm vorbei. Und alle 14 Tage setze ich das zurück. Heißt also, bei ganz, ganz vielen Leuten hat sich das wieder zurückgesetzt. Also, falls ihr mich unterstützen wollt, dafür, dass ich hier jede Nacht für euch aufstehe, könnt ihr gerne Snoxy als Creator eintragen. Wäre wirklich mega, mega lieb. Ihr könnt einfach nur ganz kurz in den Shop gehen und dort Snoxy reinschreiben, wie mein Kanal und ein kleines Ehrensende dran. Dauert auch nur wirklich wenige Sekunden für euch halt. Es ist komplett kostenlos und mich würde es unglaublich doll unterstützen. Dann nehmt ihr auch immer an den Gewinnspielen teil. Auch heute werde ich wieder die Eiskönigin verlosen. Also falls ihr den neuen Skin haben wollt, komplett kostenlos, einfach nur Snoxy dort eintragen. Und dann kommen wir ja schon direkt zur Eiskönigin, dem neuen legendären Skin, der heute rausgekommen ist. Ja, das ist die Eiskönigin auf dem Rücken. Hat sie diesen Backpack, so ein Schild mit so Spikes dran. Finde ich ganz nice gemacht, ist mal was Neues. Für 2000 V-Bucks, ja, dazu gibt es auf jeden Fall noch die Hacke, nämlich den Eisboten für 800 V-Bucks. Sieht sehr cool gestaltet aus und sie ist extrem dünn. Schaut euch mal an, wie dünn sie ist, also what the fuck. Die ist richtig platt gedrückt, außer dieser Kristall, der da drin ist. Ich spiele auch mal kurz den Sound ab. Genau, das ist auf jeden Fall die neue Hacke. Und wie gesagt, werde ich heute auch den Skin wieder verlosen an meine Creator. Also, falls ihr den gewinnen wollt, einfach nur Snoxy hier als Creator antragen. Dann, ja, könnt ihr auch wieder jeden Tag hier die coolen neuen Skins gewinnen. Da kommen wir schon zur Rechenseite des heutigen Shops. Dort haben wir erstmal den Fragplünderer drin für 1500 V-Bucks. Da feiere ich besonders den Backpack. Dann haben wir noch den Dynamo-Skin für 1200 V-Bucks. Ist irgendwie gar nicht meins. Kann ich eher nicht so empfehlen. Dann haben wir noch den Pumpernickel für 500 V-Bucks. So ein recht fröhlicher Tanz. Finde ich ganz nice. Dann haben wir noch die Bettüberstufen. Weiterhin halt 10 Stufen. Für 600 V-Bucks spart man immer noch ein bisschen Geld, wenn man halt, ja, die Stufen jetzt voll kaufen möchte. Dann haben wir noch die Schnitterspitzhacke wieder drin für 800 V-Bucks. Und da haben wir auch diesen Sound hier, der ja ein bisschen verbuggt war. Ja, ist jetzt wieder normal. Für mich auf jeden Fall die beste Hacke in Fortnite überhaupt. Deswegen kann ich sie auf jeden Fall empfehlen. Holt sie euch, falls ihr sie noch nicht habt. Damit kann man echt nichts falsch machen. Ist einfach die ikonischste und geilste Hacke meiner Meinung nach in Fortnite. Und ich denke mal, bei den meisten ist sie auf jeden Fall in den Top 3. Und 800 V-Bucks gehen dafür auf jeden Fall klar. Deswegen, ja, holt euch die Hacke, falls ihr sie noch nicht habt. Ist recht überraschend, dass sie jetzt heute wieder zurück haben. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann den Knacksi-Mode. Man hat so einen Stock, den der unsichtbar ist und den man durchbricht. Ja, jetzt nichts Besonderes, 200 V-Bucks. Ich glaube, den habe ich in-game noch nie benutzt, also würde ich den jetzt eher nicht empfehlen. Und das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn euch der Shop gefallen hat und das Video auch, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren und auch wieder rechts im Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet, also Top oder Flop. Ich werde heute oder morgen dann wahrscheinlich wieder Community-Runden machen. Also falls ihr mal Bock habt, mit mir eine Runde zu zocken, kommt einfach vorbei und dann spielen wir da mal zusammen ein paar Runden. Und dann hören wir uns spätestens mal wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!